Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, das ist schon ein bisschen weiter. Hier sind auf einmal Rohre. Und das hier schaut auch alles ganz anders aus. Ich habe das Spiel eine Zeit laufen lassen, beziehungsweise ich habe auch so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Wir haben hier jetzt Roboter aktuell am Laufen, weil uns die Elektronik 2 ausgegangen ist. Was natürlich nicht so gut ist. Und wir haben wesentlich mehr Server schon. Wir haben jetzt hier schon 20 Teraflops und 10 Stück drin. Das ist natürlich schon geil. Ja, das hier ist auch immer noch am Machen. Es ist und bleibt halt relativ langsam. Aber hier, wenn man es anschaut, sind relativ viele Server dafür auch drin. Ich tue das jetzt hier mal auf Pause. Bei Akte brauchen wir nicht mehr Server. Das ist alles gut so gerade. Bin zufrieden. Unsere Goldwäsche läuft. Wir sind, denke ich, aber echt gut auf dem Weg auch. Hier, der Tank ist bummvoll. Das ist schön zu sehen, dass der so voll ist. Kann ich mir schon einen zweiten leisten? Nee, ne? Das ist nicht die Sache. Aktuell ist es mit den Ressourcen relativ schwer. Und das ist nervig. Und natürlich durch das Riesenbauprojekt hier oben die ganzen Ressourcen einfach verbraucht werden. Ich hoffe, dass das bald mal fertig ist, weil wir sind quasi durch. Bedeutet, die Anlage selber steht dann schon. Die Ressourcen können eingefüllt werden. Außer natürlich Uran. Das muss... Wo habe ich eigentlich hier Uran reingeschicken lassen? Warte mal. Uranerz. Das muss dann natürlich vom Hafen aus geschickt werden. Den müssen wir auch noch bauen. Weißt du was? Den baue ich jetzt mal auf die Schnelle. Und dann wird auch Stück für Stück das Ganze hier wieder vorangehen. So, was habe ich noch? Habe ich noch was gemacht? Ich bin gerade beim Überlegen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten mal pausiert noch, aber wirklich viel habe ich nicht gemacht. Ich habe ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier eine Kohlelager darüber, damit das hier automatisiert ist. Ich habe für die großen LKWs hier ein Band drüber gemacht, damit sie es hier abholen, anstatt da woanders. Das sind halt so Kleinigkeiten, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Nicht wirklich viel, nicht wirklich spannend, aber halt ein bisschen erleichternd vom System her. Wir haben auch jetzt 160 von 160 Fahrzeugen. Was natürlich brutal ist. Aber auch nichts mehr in Auftrag. Das ist natürlich super. Schauen die anders. Die schauen echt anders aus. Das ist sehr spannend. Das ist ja spannend. Mich würde trotzdem interessieren, wie wäre das, wenn ich wirklich auf Wasserstoff umsteige? Erstens, das wäre ein riesiger Aufwand wahrscheinlich. Ich bräuchte solche Elektrolysegeräte. Wahrscheinlich am besten Zweier. Und dann mit Frischwasser. Dann hätte ich Tonnen Sauerstoff und ein bisschen Wasserstoff. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Natürlich, wir brauchen keinen Treibstoff mehr und alles. Also ich denke, irgendwann muss man sogar umbauen, schon fast. Ah, schon, hier steht schon ein Schiff ready to go. Das ist natürlich spannend. Dann müssen wir wahrscheinlich auch hier ein Flüssigkeitslager hinstellen. Das gleich mal aufbauen. Hier sagen... Wir brauchen bitte... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Diesel. Der soll relativ voll sein. Und dann hätte ich gerne, dass wir hier... Hafenmäßig... So, jetzt muss ich nochmal gucken. Shitgut brauchen wir, ne? Wir machen Shitgut L hier hin, würde ich sagen. Zwei Stück. Und die brauchen jetzt... Was das ist? Erst ist Shitgut S. Schüttgut S sollte fürs Erste reichen. Nein! Und dann machen wir das hier so, dass wir hier eine Überfahrt hinmachen. Gut, U-förmiges. Weil da brauchen wir dann auch schon wieder das. Ich baue gleich zwei, weißt du, einfach. Ah, das geht mit dem natürlich wieder nicht. Ja, dann. So.
Das sind die Anschlüsse. Ich habe kein Produkt zugeordnet. Weil es ein Vertragstool. Uranerz. Uranerz. Wir haben natürlich jetzt auch keine Mine, die ready ist für das. Das wird sich noch alles ergeben. Beziehungsweise müssten wir eine... Oh, wir haben schon wieder eine Krankheit. Ich muss mich jetzt echt mal darum kümmern, dass wir das auch in den Griff kriegen. Hier war gleich die... Oh, 400 Konstruktionsteile. Schon übel. So, jetzt schauen wir nochmal hier. Das ist der Automat. Ich würde gern die alle robotisch machen, ganz ehrlich. Ich glaube, so viele Teraflops sollten wir jetzt schon haben. Und das sollte mal unsere Produktivität ein bisschen steigern. Was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Dann können die das Ganze hier durch... Oh, ganz gehen die Teraflops aus. Okay. Kein Problem. Wir erhöhen die Menge, die wir drin haben. Jetzt haben wir 50 Teraflops. Die sollten die Produktion hoffentlich nicht aufhalten jetzt. Die Priorität nach hier unten aus. Ich hätte sie gern weiterführend erstmal. Genauso hier die Priorität. Bei dir fürs Erste nach unten die Priorität. Dann produzieren wir jetzt 24 pro Minute, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und sollten dadurch ganz gut dabei sein. Mein Problem ist gerade der Strom, aber das lösen wir ja gerade. Das ist ja gerade das Problem. Löseprodukt sozusagen. Schau mal, wie das hochschießt jetzt. So sollten wir das Ganze noch ein bisschen schneller hinkriegen. Stark ausgelastet. Ja, es fährt aber echt viel rum, ne? Das ist schon... So, ich glaube, bei euch ist jetzt gleich hier alles vorbei. Noch ein paar Kleinigkeiten. Nicht mal, weil das, was man noch kippen könnte, hier, das ist außerhalb. Dann sollen sie schnell kippen. Und dann kriegen sie die komplette Ecke jetzt hier. Dann haben wir jetzt hier echt schon eine komplett verschlossene Anlage. Das ist ja der Wahnsinn. Schaut euch das an. Was wir hier verkippt haben, das ist Gestein rein pur. Wahnsinn. Und hier sind wir außerdem schon sehr, sehr weit. Jetzt sind wir an der Höhenkante schon angekommen. Und unser Baggerteam... Gehen wir auf plus 1 hoch. Beziehungsweise erstmal auf plus 2, um das Ganze auszugraben. So ist der Endplan. Ein bisschen Schutz, ein bisschen Freiheiten sozusagen behalten. Das Ding ist auch jetzt fertig. Wahnsinn. Somit steht offiziell die Anlage, ne? Irgendwie lustig im Kopf. Die Anlage ist jetzt offiziell ready to go. Die Produktion steht. Es fehlt nur noch, dass das Schiff sozusagen jetzt das Uran fahren kann, um uns voranzukriegen. Aber dann wären wir ready to go, die erste Anlage zu machen. Und was wir als Erstes machen werden, wir werden dieses Dampfrohr, das wir hier haben, nach hier drüben schicken. Und die drei Anlagen betreiben und übernehmen sozusagen. Und dann Stück für Stück das Ganze in eine neue Dimension abändern. Weil wenn das funktioniert, dann können wir natürlich das nochmal produzieren und sagen, hier kommen nur Kraftwerke her, nur Generatoren und alles, die wir befüttern, die mit einer speziellen Aufteilung sozusagen dann am Ende laufen.
Aber dann sind die, sagen wir mal, außer Gefecht geschaltet. Ich werde mir sicher einen Backup irgendwo noch aufstellen, eine kleine Gruppe. Ich weiß noch nicht, wohin ich das stelle, aber irgendwo wird dann eine stehen, die sozusagen notfalls aktiviert werden kann mit großen Kohlereserven und dem Ganzen. Einfach wenn wir Atomprobleme haben, können noch ein paar Kohlegeneratoren einschalten und hochfahren. Hier unten geht es außerdem auch stetig voran, Stück für Stück. Man sieht's. Die Kollegen sind aber alle unterwegs, weil jetzt die Kohle voll ist mittlerweile. Was natürlich nicht mehr normal ist bei uns, dass mal die Kohle voll ist. Aber es soll auch mal Wunder geben, ne? Und wir haben immer noch große Abbauflächen vorgesehen. Was das Ganze natürlich schön macht, weil ich werde einfach hier bis zur Grabekante vorgehen. Eins darf ich noch. Dann kann ich mir mal anschauen, wo wir hier noch überall Kohle haben. Ich kann da bis an die Grabekante auch rangehen. Ziel ist es ja, so viel wie möglich auszugraben. Dann wird das die Grabeecke werden. Aber die Kohle ist sozusagen jetzt aktuell erstmal gesichert. Was natürlich super gut ist. Und wir haben schon einen riesigen Teil ausgegraben. Wenn ihr überlegt, wie schnell das auch geht. Das ist brutal. Was wird hier? Filtermaterial. Ah, da kommen die Filtermaterialien. Superb. Also der wird auch schon betankt sein. Perfekt. Wenn das natürlich ausgeschaltet ist, fällt uns auch mal viel wieder weg. Das ist natürlich auch dann schon klar. Brauchen wir nicht einen Kickstart für Wasser auch? Ich glaube. Da könnte ich mir schnell was zapfen, oder? Ist ja nur ein schnelles Kick-Off. Einfach damit wir ein bisschen was reinfüllen können. Das reißen wir danach wieder ab. Machen wir es jetzt erstmal aus, weil jetzt ist hier genug drin. Die haben sich nur gefreut, gleich, dass Treibstoff drin ist. Die sind auch gerade irgendwie nicht mehr erreichbar. Verständlich ist es teilweise nicht, warum sie angeblich nicht mehr erreichbar sind. Aber ich mache mir keine Sorgen drum, weil die Kleinen jagen das Ganze schon. Wir sind eigentlich immer gut dran. So, jetzt sollte hier eigentlich Wasser durchfließen. Perfekt. Und damit befüllen wir auch die ganzen restlichen Anlagen schon mal ein bisschen. Und er hat eh so viel Tonnen gelagert. Von daher pumpen wir das Ganze ein bisschen um und dann sollten wir einen besseren Kreislauf haben. Superb. Und die Kohle sollte auch langsam verteilt werden in der Gegend wieder und damit unsere Kontingente wieder füllen. Sand lustigerweise ist aktuell nicht der größte Exporthit wieder. Was ich aber sehr erstaunlich finde. Wir geben dann hier einen Großauftrag. Das abzugraben. Das ist der ganze Auftrag ab sofort dann. Und dann sollte das Stück für Stück auch wieder vorangehen. Ich mache mir immer wieder ein bisschen Sorgen um das hier. Aber wir sind jetzt um einiges flotter unterwegs bei der Produktion und bei dem Ganzen. Von daher sollte das ganz gut laufen. Euch schalte ich mal aus. Und ihr solltet jetzt eh relativ flott produzieren. Sind wir jetzt hier schon beim Beladen? Ja, schick. Wir sind hier auch schon fast durch. Das macht es natürlich noch viel besser. Die fahren das jetzt Stück für Stück rüber. Und wir sollten jetzt relativ bald durch sein. Und dann sollten wir das Ganze gleich mal erledigt haben. Alter, diese Produktion. Ich freue mich, wenn die Rakete fliegt und dann suche ich mir das nächste Spiel aus, was mir das Hirn in die Luft fliegen lässt, glaube ich. Ich kenne mich. Das wird niemals enden. Niemals. Oder irgendwann kommt so ein fettes Update, dass ich sage, oh, jetzt muss ich aber nochmal gucken. 182 Teile und auf dem Schiff sind schon, oder sind es noch die... ach, das sind noch die Benötigten. Okay. 800 Jahre Bauzeit.
Zeit. Eine wahnsinnige Anlage. Holy shit, da war ein Blitz in meiner Fresse. Wo willst du? Also teilweise verstehe ich nicht, wo sie hinwollen. Warum will der jetzt zur Kohle? Der ist leer und will zur Kohle fahren. So richtig so, ja, ich hab jetzt Bock auf Kohle. Und du musst doch gucken, wie viele nach da fahren wollen. Das liegt halt auch daran, dass das einfach die Großen sind. Also ich habe für die Großen teilweise einfach nicht die Flächen geplant, wie es sein sollte. Gut, aber die Anlage scheint ja Stück für Stück sich zu akklimatisieren. Der Tank ist schon relativ voll. Die Dampfanlage auch. Die hier kippen Stück für Stück hier wieder Sachen auf. Also damit haben wir auch ein paar Ressourcen ready to go. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt echt viel hier drin. Das war problematisch. Ich würde sagen, wir wollen hier ein bisschen entleeren, wenn es geht. Dann sollte sich das Ganze akklimatisieren und verbreiten. Habe ich die jetzt eigentlich als Blaupause schon hier drin? Stahlschmelze, Kupfer, Eisenschmelz, Benzin, Baustellenpläne. Goldi und Dünger. Ich will den nur mal speichern als Energie XL. Oder Kohleenergie XL. Füge eine neue Bauplause hinzu? Nein. Kohle Energie XL. So. Aber dann kann ich die abreißen. Die kleine brauche ich nicht mehr. Die kleine ist ja sozusagen nur so eine Abwandlung gewesen. Aber dann habe ich das im Gefühl, huch, was liegt denn da? Habe ich da eine Röhre platziert? Anscheinend habe ich da echt eine Röhre platziert, lol. Gut, ich bin echt gespannt, wenn das hier losgeht. Das wird eine ganz spannende Sache, vor allem mit Abfallprodukten. Ist halt mal nochmal so ein ganz anderes Thema. Aber wir müssen ein bisschen Blick drauf haben, dass wenn der fertig wird hier. 62 braucht er noch, 33 haben wir schon. Stück für Stück wird's. Und hier ist immer noch dasselbe Problem, dass da einer ansteht, oder? Wahrscheinlich, ich kenn's doch. Wir stehen aktuell bei Eisen, wie immer. Ja, die Anlage, wo ich auch mal ein Upgrade kriegen. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Warum habe ich dich nicht geupgradet, Eisen? Gab's dafür einen Grund? Montage 1, Montage 2, ne? Eisen. Weil Schrott und. Eisenschrott und Ding. Ah, weil ich hier keinen Platz habe für den zweiten aktuell. Dafür müsste ich mir den zweiten hier schnappen und mit einbinden. What the fuck? Ich habe einen Teil verbessert auf 3 oder wie? Flaches Förderband? Lol. Das geht ja mal gar nicht. Wenn, dann muss das gleichmäßig gefahren werden. Wahnsinn, da geht die Produktion hinher. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Produktion, für dieses Video fürs Erste. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir das Uranbergwerk anfahren und schauen, dass das steht. Also, bis dann. Ciao.